Ein herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge. Heute geht's weiter mit Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider bei Trent17 TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Transact für euch am Mike. Zielen und werfen. Na, hier sind noch ein paar Viecher, wa? Ach, ich kann das in... Naja, alles klar. Wie cool ist das denn? Da kommen wir durch. Und wir nehmen natürlich gleich die nächste mit. Oh, oh. Den hat's getroffen. Oh, eine Puste. Oh, oh, oh. Wo kommt die Ratte? Jeder. Ein Qual von der Tod. Und wir schon. Du hast eine verdammte Chance. Genau. Sag uns alles. Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar. Ja, das wird es nicht tun. Glaubst du, ihr könnt euch lange aufhalten? Zweck los. Verdammt nochmal, einfach für uns! Ist das der Richtige? Ich will auch nicht die Falschen abknallen. Nachladen. Sehr schön. Agios Otheos. Agios Prophetes. Was für ein Ding? Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Kann man den freilassen hier? Shit, der ist hin. Schade. Er hätte ihm gern noch das Leben gerettet. Oh! Waffen wechseln. Aha. Ich nehme, glaube ich, erstmal lieber die Wumme. Ja, wir werden jetzt gerade so gut ausgestattet, das ist immer kein gutes Zeichen. Wie sieht's aus? Oh, 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 oh. Dann nehmen wir doch lieber Pfeile. Das ist zu laut. Da ist er wieder. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Boah, heftig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier. Oh, Maschinenpistole. Ach du Shit. So ein oller Juggernaut ist auch noch dabei. Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Oh, mit dem dürfen wir uns jetzt rumschlagen, wa? Ach du Scheiße. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Shit. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das.
Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Wenn der jetzt sich jetzt umdreht. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja. Klar. Okay. Ach, du sollst doch die. Nimm mal die Pfeile. So, den haben wir. Hat keiner was gemerkt. Angriff! Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Warte mal, ich nehme doch noch mal die. Die Waffe. Ei. Ist die Ratte. Die hier wieder hinter. Da. Oh, schön Headshot. Nice. Das war ein schöner Headshot. Ich rüste mal doch lieber meine Pfeil und Bogen aus. Das ist einfach cool. Vielleicht können wir da noch Teile looten. Hier kann man nichts machen. Okay. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Den Tank zerstören. Ja, mit dem Ding hier. Okay, gehen wir da mal so ran. Ich hoffe, das ist der Tank. Jo. Sollte ihr vielleicht gleich mal rausgehen? So, meine drei Pfeile gleich wieder einsammeln hier. Kann ich hier auch noch was machen? Nee, okay. Mensch, das hat doch mal reibungslos geklappt hier. Sehr schön. Gleich wieder Sachen einsammeln. Neues Basislager. Geh rauf da. Hallo, rauf da. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. K-
klar geht das. Komm, alle hepp. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Kommunikationsausfall. Missionsbelohnung Dietrich. Ah, okay. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. So, unser Basislager, das gehen wir aber dem Meinung, dass ich schießen lasse. Beim nächsten Mal an. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Atemkontrolle. Munitionsmenge erhöhen. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Tierische Instinkte. Schauen wir noch mal in den nächsten rein. Listenreiche Feinde, hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt. Oh, das ist alles gut hier, ne? Brandbomben, stellen Sie Panzinkanister. Leichtfuß. Eifriger Lerner. Finden Sie Überlebensinstinkt. Ach, das ist eigentlich alles ganz gut hier. Atemkontrolle brauche ich nicht. Erhöhen Sie die Munitionsmenge. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall. So, meine Lieben. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wir schauen aber nochmal eben ganz kurz in die Waffen, ob wir da noch was machen können. Revolver finde ich eigentlich doof. Ich will eine richtige Waffe haben. Gucken. Gehen wir wieder in die Waffe rein. Kann man. Das ist doch gut. Maschinenpistole ist ja auch cool. Astrein. Automatische Waffen. Ich liebe automatische Waffen. So. Hier kann man auch noch was machen. So, da haben wir noch eine schöne Erweiterung der Kletteraxt. Alles klar. So, meine Lieben, dann bedanke ich mich wie immer fürs freundliche Zuschauen bei euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte wie immer ein Daumen da, würde dem Projekt sehr helfen und ja, ich bedanke mich wie immer, wünsche euch noch eine schöne Woche und ciao!